Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Bahnfan 1981. Als allererstes wünsche ich allen Abonnentinnen, Abonnenten und Freunde meines Kanals ein gutes neues Jahr 2020. Viel Gesundheit wünsche ich euch und viel Spaß mit eurer Modelleisenbahn. Heute gibt es eine Produktvorstellung, möchte ich euch zeigen, aus dem Hause Märklin, quasi mein Weihnachtsgeschenk, was ich mir gegönnt habe. Es ist die Artikelnummer 37306, eine E-Lok RE442 in Zugkraft Aargau Sujet. Und wir wollen diese Lok uns mal anschauen und dann schauen wir doch mal, wo diese Lok bei mir auch eingesetzt wird und was für Fahreigenschaften und was für Soundfunktionen sie hat. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Lok kommt wie üblich bei Märklin in einem gut verpackten Karton. Was jetzt hier neu ist, oder das ist wahrscheinlich schon länger, dieser Karton hier mit einer V200, Krokodil und einer Dampflok, das sieht doch sehr schön aus. So, das ist wie gesagt die Lokomotive. So, hier haben wir die Lok aufgegleist. Das ist eine RE442, das ist die meiste verkehrende Lokomotive, die in der Schweiz, heute heißt sie RE420. Die Lok hat sich hier mit MFX M4 Protokoll automatisch angemeldet und jetzt schauen wir doch mal, was die Lok zu bieten hat. Also, wir haben Dreilichtspitzensignal, Fahrtrichtung mit einem weißen Licht. Dann haben wir, das mache ich aber erst später, Moment, wir haben mit der Funktionstaste 1 haben wir ein rotes Schlusslicht mit der Fahrtrichtung wechselnd. Betriebsgeräusch komme ich später dazu. F3 haben wir Pfeife lang. F4 haben wir die Anfahrbremsverzögerung deaktiviert. F5 können wir Bremsenquietschen ausschalten. F6 haben wir eine Lichtfunktion. Muss ich gerade mal gucken, was das ist. Ah ja, wir können auf der einen Seite das Licht an- und ausschalten mit F6. Wir haben F7 ein Fernlicht, F8 haben wir ebenfalls eine Lichtfunktion, da können wir dann vorne das Licht ausschalten, also auf der anderen Führerstandseite. Dann haben wir eine Pfeife, dann haben wir Pfiff kurz, kann ich nochmal machen. Wir haben F11, das ist, und F12, denke ich mal, Druckluft, oder? F13, eine Bahnhofsansage. Zürich, Ihre nächsten Anschlüsse, Interregion nach Thalwil, Zug, Rotkreuz, Luzern, Gleis 5. Interregion nach Zürich Flughafen, Winterthur, Weinfelden, Konstanz. Gleis 8, Intercity nach Zürich Flughafen, Winterthur, Wiel, St. Gallen, Gleis 12, Regio Express nach Pfäffikon, Lachen, Ziegelbrücke, Schwanden, Gleis 3. So, jetzt muss ich mal ganz kurz in die Betriebsanleitung lesen. Ich euch mal noch die Funktionen. Also F11 ist Geräusch-Hauptschalter. So. F12 ist Geräusch-Druckluft ablassen. Dann die Bahnhofsansage hatten wir gerade, war sehr schön. Dann haben wir F14, das Geräusch-Pantograph hoch-nieder. Natürlich nur das Geräusch. F15 Bremsenquietschen an, F16 den Rangiergang, F17 Türen schließen. F18 Sanden. F19 Geräusch an und abkuppeln.
F20 haben wir den Lüfter. F21 den Kompressor. So, ich lasse die Maschine jetzt mal einlaufen. Es empfiehlt sich je, sag ich mal, zwischen 10 und 15 Minuten je Richtung, die Maschine einlaufen zu lassen. Und dann schauen wir uns die Maschine im Anlagenbetrieb an. Was soll die denn überhaupt ziehen? Für was ist die gedacht? Schauen wir uns dann gleich an. So, die Lok, die zieht hier einen Nahverkehrszug. Ja. Und für das ist er ja auch gedacht. Ja, eine tolle Lokomotive und passt hervorragend zu meinen Schweizer Nahverkehrswegen. Das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Bahnfan 1981. Bis dahin eine gute Zeit und ciao zusammen.